Laut Teilnehmerliste waren es exakt 574 Läufer, die am Sonntag in Wurzen beim 11. Ringelnatzlauf an den Start gingen. Nach einem Jahr Pause meldete sich die beliebte Sportveranstaltung zurück mit neuen Partnern, neuem Elan und vielen Fans, die den Weg auf den Markt fanden. Gestaffelt nach Altersgruppen ging es an den Start. Die 3- und 4-Jährigen beispielsweise konnten sich im 200-Meter-Minilauf beweisen. Die 5- und 6-Jährigen absolvierten den Kinderlauf mit einer Distanz von 600 Metern und jeder bekam beim Zieleinlauf eine Teilnehmermedaille. Selbstverständlich wurden auch schon bei den Kleinsten die Siegerplätze geehrt und mit einigen Präsenten versehen. Herzlichen Glückwunsch! Schönen Dank. Hier gibt es dann auch eine Tüte mit einem Leipziger Zoo-Gutschein für den Erstplatzierten. Chips gibt es natürlich auch. Anschließend starteten die 7- und 8-Jährigen zum 1,2 Kilometer Kinderlauf gemeinsam mit den 9- und 10-Jährigen, die 2,4 Kilometer, sowie den 11- und 12-Jährigen, die 3,6 Kilometer zu bewältigen hatten. Erstmals beim Ringelnatzlauf gab es auch einen speziellen Handicap-Lauf, der schon bei seiner Premiere einen großen Zuspruch erlebte. 5, 4, 3, 2, 1. Und stellen Sie sich auf, ist die Sache das erste Mal alles. Marina, komm mit uns. Mach langsam. Mit großer Freude nahmen die drei Erstplatzierten der einzelnen Läufe getrennt nach Mädchen und Jungen ihre Pokale entgegen. Mit besonderem Stolz präsentierten sich hier auch die Siegerinnen und Sieger vom Handicap-Lauf. Auf dem Marktplatz gab es neben Wasser und Obst für die Teilnehmer auch eine ganze Reihe weiterer Attraktionen, vor allem für die kleineren Besucher. Mit dabei der Familienexpress mit Seifenblasen und ein paar Geschicklichkeitssportgeräten. Punkt 10.30 Uhr startete der 5-Kilometer-Lauf. Gleichzeitig machten sich auch die Nordic Walker an den Start, die ebenfalls 5 Kilometer zu absolvieren hatten. Schon fast traditionell startete Gerd Brettschneider vom Wurzner Schützenverein das Rennen mit einem Schuss aus seiner Pistole. Die 5 Kilometer des beliebten Laufes führten quer durch Wurzen und auch vorbei am Ringelnatz Geburtshaus im Krostigall. Hier konnten sich die Läuferinnen und Läufer und auch die Nordic Walker eine Erfrischung reichen lassen. Kurz danach gab es bei Bedarf eine kühle Dusche, wie schon beim letzten Lauf, von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wurzen. Da sich die Sonne aber nicht blicken ließ, waren die Temperaturen insgesamt recht angenehm. An der Kirche vorbei ging es danach in die Wenzesleigasse mit einem anschließenden Abstecher über den Badergraben sowie hinauf zum Domplatz. Schon nach 18 Minuten trafen die ersten Läufer am Wurzner Markt ein und freuten sich über ihre Medaille. Reichlich 32 Minuten brauchten die besten Nordic Walker. Das Zuschauerinteresse in Wurzen war groß und auch die Zahl der Teilnehmer konnte sich sehen lassen. Die Königsdisziplin, der 10-Kilometer-Lauf, war erwartungsgemäß auch diesmal wieder der Lauf mit der größten Teilnehmerzahl. Hier traten unter anderem zahlreiche Teams von Vereinen, Firmen und auch der örtlichen Politik gegeneinander an. Gleichzeitig starteten hier auch die Staffelläufer, die 10 Kilometer mit 4 Läufen à 2,5 Kilometer zu bewältigen hatten. 2, 1. Thank you.
Keine Frage, der Ringenatzlauf ist in Wurzen eine feste Institution geworden. Das zeigen die Besucher- und Teilnehmerzahlen deutlich. Und durch das Einführen von neuen Disziplinen, wie den Handicap-Lauf, gewinnt die Veranstaltung zusätzlich an Attraktion. Auf eine Fortsetzung im kommenden Jahr kann also definitiv gehofft werden.